Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen heute hier zum 10. Netzpolitischen Abend Österreich. Der Netzpad feiert seinen ersten runden Geburtstag. Ich begrüße dazu nicht nur euch alle hier live im MetaLab. Ein herzliches Dankeschön nochmal an dieser Stelle an unsere lieben Gastgeber. Es wird immer schöner hier mit euch. Sondern ich heiße auch ganz herzlich alle Leute willkommen, die sich heute via Livestream zugeschaltet haben und uns auf diese Art und Weise verfolgen. Ich bin die Sonja Fischbauer und ich habe heute die Ehre, euch durch das spannende Programm zu führen, das wir für diesen Tag geplant haben. Ich möchte mich auch an der Stelle bei den Freien Radios Österreich bedanken, und zwar da ganz besonders bei Froh, beim Freien Radio Oberösterreich, die den Netzpolitischen Abend übertragen und dann auch in ihrer Radiothek im Archiv zur Verfügung stellen. Ein kurzer Shoutout hier an den lieben Herbert. Dankeschön. Er sorgt dafür, dass sich alles gut anhört, zumindest akustisch. Dafür kann er sorgen. Aber auch um den Inhalt mache ich mir heute keine Sorgen, denn wir haben ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Vom Format her ist es so, wie ihr es schon kennt und liebt oder lieben lernen werdet, denn wir haben drei spannende Vorträge zu je circa 15 Minuten. Danach gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass alle Leute, die eine Frage stellen, die kriegen dann das Mikro und dann werden sie auch damit aufgezeichnet. Also auch alles, was hier vorne passiert, wird auf Video aufgezeichnet und der Rest von den Fragen kommt auch als Audio ins Internet. Also wer das nicht möchte, ist sicher aufgehoben im hinteren Bereich des Saals oder kann seine Fragen aufschreiben und wir lesen sie vor. Oder ihr stellt sie dann nachher beim zweiten Teil des Abends, wenn nach den Vorträgen und nach den Lightning Talks dann der soziale Teil beginnt, dann räumen wir alle Stühle hier weg und schnappen uns ein Getränk und quatschen noch ein bisschen. Jetzt habe ich die Lightning Talks noch kurz angesprochen. Hier auf dem Flipchart habt ihr noch die Möglichkeit, euren Lightning Talk, alles was ihr blitzschnell nach den Vorträgen in 1 bis 2 Minuten vorstellen möchtet, noch einzutragen. Also wenn sich da noch der eine oder die andere findet, dann ist da sicher auch noch Platz dafür. So. Jetzt aber gleich zu unserer ersten Vortragenden. Sie erforscht nichts Geringeres als die Zukunft des technologischen Fortschritts. Sarah Spiekermann ist Institutsvorstand für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und dort wurde auf ihre Initiative das Privacy and Sustainable Computing Lab vor einem Monat eröffnet. Und da wird sie uns heute vorstellen, welche Herausforderungen und möglichen Lösungsansätze da in diesem Privacy Lab erforscht werden. Bitte, liebe Sarah, komm zu uns. Sarah, du bekommst noch ein Headset oder möchtest du das Handmikrofon nehmen? Perfekt.